Uhu. Hier ist Voodoo. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sarah Segel und ich präsentieren euch den Abfacker, auch BMP2 genannt. Hier ist das Teil. So sieht er aus. Er ist unscheinbar, aber die absolute Pest am Arsch. Also das Teil ist meiner Meinung nach broken. Der ist absolut krank. Das ist das Mieseste, was auf Ketten rumfährt. Meiner Meinung nach zumindest. Jeder, der sich über den Armadillo damals aufgeregt hat, hat den hier entweder noch nicht gespielt oder ist ihm noch nicht begegnet. Das Ding ist wirklich absolut krank. Ich gehe mal auf die technischen Werte. Oder sagen wir mal erstmal meine Ausstattung. Ich fahre den mit Tarnnetz. Ich fahre den mit Antriebssystem. Ach, Bullshit. Also ich wollte noch mal kurz was zum Tarnnetz sagen. Ich fahre ihn mit Tarnnetz, weil Tarnnetz bringt auch im Cold War was. Also weil vor allem, seien wir mal ehrlich, solange ihr nicht auf seid, wenn ihr in einem Busch steht oder an einer Position, wo der Gegner euch einfach keine Aufmerksamkeit schenkt, dann könnt ihr da halt irgendwo gepflegt euren Schaden snacken, ohne dass die Leute das nicht realisieren. Natürlich gibt es eine Menge gute Spieler, die das sehen, wo die Schüsse herkommen und gucken dann auch und geben euch dann auch Blindshots, wenn ihr nicht offen seid. Aber das ist ja zum Glück oder auch leider, das könnt ihr euch aussuchen, die Ausnahme. Von daher Tarnnetz meiner Meinung nach auch im Cold War sinnvoll. Ansetzer, klar, DPM ist King und er lädt dann halt einfach alles schneller rein. Ich glaube, das brauchen wir nicht weiter erklären. Ich fahre ihn dann noch mit dem Antriebssystem, einfach, dass er noch ein bisschen agiler ist. So fährt das Teil dann 81 km/h, was natürlich noch schwieriger macht, das Ding zu geiern, gerade wenn das Teil in voller Fahrt ist. Er ist ja auch nicht wirklich groß. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu meinem Verbrauchsmaterial. Erste-Hilfe-Kiste ist natürlich absolut sinnvoll. Und dann fahre ich ihn mit Nebelwand. Ich kann euch nur einen Tipp geben. Ich habe gestern mit ein paar Jungs aus meinem Clan gespielt. Legt die Nebelwand nicht auf die Taste, wo ihr sonst normalerweise eure Rationen drauf habt. Also ich habe normalerweise in der Mitte den Verbrauchsmaterialkasten. Den brauche ich bei diesem Panzer hier zum Glück so gut wie nie. Aber ich hatte gestern mal den Leo gespielt, den Medium in RA2. Und da hatte ich, den bin ich Monate nicht gefahren. Und da hatte ich diese Nebelgeschichte rechts, dort, wo ich die Rationen drauf habe. Und immer, wenn ich irgendwie kurz einen Reload boosten wollte oder meine Sichtweite, habe ich genebelt und habe mir dann selber die Sicht versperrt. Also von daher, kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr mit Nebel fahrt, macht das am besten immer auf die Taste, die ihr nicht so häufig drückt. Und wenn ihr mit Rationen fahrt, dann drückt man das ja in der Regel relativ häufig rein. Also ich würde euch empfehlen, die Rationen immer auf die gleiche Taste zu legen. Und da dann niemals Nebel drauf. Oder ihr seid so geschickt, dass ihr das jedes Mal irgendwie auseinander dividieren könnt. Dann herzlichen Glückwunsch. Vielleicht noch eins zu diesem Nebel, wer das nicht wusste. Guckt mal auf den Tarnwert jetzt rechts oben. Das sind 148 Meter. Diese Nebelwand bringt ja auch einen passiven Boost. So, ich baue, also 148 Meter waren es eben. Ich mache jetzt mal stattdessen diese Erste-Hilfe-Geschichte rein. Und statt 148 sind es dann 194. Also es sind fast 50 Meter und das macht schon eine Menge aus. Also zum einen können das genau die 50 Meter sein, die ihr braucht, damit er nicht aufgeht, wenn ihr schießt. Und zum anderen ist es so, ich mache aber wieder den Nebel rein, nicht, dass ich es vergesse. Und zum anderen ist es so, falls ihr irgendwo steht und drückt eine Rakete raus und seid vielleicht in einer Posi, wo es halt dann schwierig ist, wegzukommen, dann könnt ihr natürlich, dann kann euch der Nebel natürlich auch in der einen oder anderen Situation den Arsch retten. Wie immer kommen bei mir jetzt auch dann im Anschluss von der reinen Panzervorstellung auch ein paar Gameplays. Ich weiß noch nicht, ob es 3 oder 4 werden. Ich muss mal schauen. Und da ist mit Sicherheit auch die eine oder andere Situation dabei, wo ich den Nebel mal aktiviere und dann sage ich euch das dann im Gameplay. Ansonsten, wie eben schon erwähnt, Rationen auf jeden Fall, weil Rationen sind einfach mega stark. Ich fahre den ausschließlich mit diesen Goldgeschützen, weil einfach vom Durchschlag her, ihr seht, statt 100, 170 und die benutzt ihr ja normalerweise nur im Nahkampf. Und ja, 70% mehr sind 70% mehr, ne? Also es macht schon einiges aus. Abgesehen davon fliegen sie auch noch ein bisschen schneller, wobei das jetzt nicht ganz so der Punkt ist, weil die schießt er normalerweise ja eher im Nahkampf. Ich baller da auch inzwischen mittlerweile auch mal von etwas weiterer Entfernung auf Panzer, gerade wenn es jetzt so
ja, leicht gepanzerte Fahrzeuge sind. Und dann, okay, aber halt bringt ja nur was auf stehende Ziele, weil sonst wird es halt eben schwierig. Zu aller Güte hat das Teil auch noch hier 10 Raketen dabei. Die machen dann ja knapp 1000 Schaden, haben einen Durchschlag von 620. Die normalerweise Reload-Zeit sind 30 Sekunden, aber aufgrund von Ansetzer und auch dem Perk schneller laden, ist es natürlich dann auch nochmal deutlich schneller als 30 Sekunden. Also er lädt dann immer eine Rakete rein, ja, sonst wäre es ja völlig krank. Nur das nur mal so am Rande. Aber was halt bei dem Panzer, und deswegen bin ich halt der Meinung, dass der broken ist, ein Riesenunterschied ist zum Beispiel zum Sheridan, auch auf RA2. Wenn ihr den Sheridan fahrt und ihr habt jetzt die normalen HE-Mumpeln im Lauf und ihr wollt dann auf Raketen switchen, dann müsst ihr die Raketen wieder normal neu reinladen. Das dauert dann, ja, ich weiß jetzt beim Sheridan nicht auswendig, 15 Sekunden oder wie auch immer. Und bei dem hier habt ihr die Rakete drin. Weil währenddem ihr das eine Magazin leerrotzt, in der Zwischenzeit lädt ihr die Raketen nach. Das heißt, ihr könnt dann halt einfach umswitchen. Ihr drückt dann diese komische Cursor-Taste nach unten und dann habt ihr die Raketen drin. Und ja, wenn ihr dann mit der Rakete ein bisschen rumgefahren seid, habt die gedrückt, dann könnt ihr in der Zwischenzeit halt eben eurer Machine Gun nachladen. Und das ist halt genau das, wo ich halt sage, okay, ist zwar irgendwie geil, aber das müsste, wenn dann, bei allen Lights so sein. Und wenn es nicht so ist, dann ist der hier meiner Meinung nach broken. Weil es müsste dann, wenn, beim Sheridan genauso sein. Oder man macht es bei gar keinem Light. Also das ist meine Meinung zu dem Thema. Dann würde ich sagen, zeige ich euch mal meinen Kommandanten, wobei da habe ich jetzt einfach eine Besatzung draufgesetzt von einem anderen Panzer. Übrigens, Sarah Segel, wirklich geiler Name, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie viel man saufen muss, um auf so einen Namen zu kommen. Falls jemand von euch wirklich so heißt, cooler Name, ehrlich. Ja. Sechster Sinn ist drauf, klar. Waffenbrüder, schnelles Nachladen, zielsicher, ruhige Hand, mobiler Schütze, wobei das eigentlich bei dem Teil wirklich nichts bringt, bin ich ehrlich, aber ich habe keinen Bock, hier jedes Mal die Perks zu ändern, weil ihr ballert eh mit Auto-Aim auf stehende Ziele, ja. Da kann man höchstens das hier vielleicht noch den mobilen Schützen drauf machen, aber Turmdrehung, ihr schießt mit dem Ding nicht und dreht da großartig euren Turm. Was ich auch nicht weiß, ob das jetzt irgendwie einen Einfluss hat, also diese beiden Perks hier auf diese Raketen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber ich weiß es nicht. Falls das jemand weiß, kann uns ja gerne mal in die Kommentare posten. Der hier wird mit Sicherheit einen Einfluss haben auf alles, weil er hört ja generell, ach nee, stopp, steht ja da, nur Granaten. Oh Mann, nur Granaten. Ja, wer lesen kann, ist im Vorteil, also ihr braucht es nicht posten. Steht da. Okay, Tarnung, klar, brauchen wir nicht weiter erklären. Weitsicht macht natürlich auch Sinn, vor allem weil ich das Ding ohne Optik fahre. Dann kann man einfach hier die Sicht nochmal ein bisschen boosten. Und dann fahre ich ihn, das ist gerade im Cold War echt spannend, mit markiertem Ziel. Weil im Cold War, wenn ihr einen Gegner aufmacht, dann sind es, glaube ich, nur 7 Sekunden. Und hier sind es dann einfach 3 Sekunden mehr, also sprich 10. Und das bringt ja nicht nur euch was, sondern das bringt auch eurem kompletten Team was. Also wenn ihr einen Gegner spottet, ist er nicht nur für euch 3 Sekunden länger auf, sondern fürs komplette Team. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Modulanzeige. Also das Ding fährt 81 km/h. Er braucht allerdings ein bisschen, um mal da drauf zu kommen. Und es gibt manchmal auch so Situationen, gerade wenn ihr jetzt einen Berg hochfahrt. Hier steht jetzt Leistungsgewicht 28. Es ist so, wenn der in Fahrt ist, kommt ihr auch relativ fix einen Berg hoch. Aber es gibt echt oft Situationen, wenn ihr vorher eine Rakete abgefeuert habt, und das macht er ja normalerweise im Stehen, das geht zwar auch während der Fahrt, ist aber nicht so einfach. Da braucht man doch echt ein bisschen Übung. Ich bin da gerade ein bisschen dabei, so ein bisschen meine Skills zu verbessern. Aber da gibt es natürlich Jungs, die das halt wirklich schon fast perfektioniert haben. Da bin ich weit von entfernt. Es klappt mal während der Fahrt, aber leider nicht in häufiger Regelmäßigkeit. Also von daher stelle ich mich meistens hin, um meine Schüsse mit den Raketen sicher ins Ziel zu setzen. Und dann ist es halt so, da müsst ihr ja neu anfahren. Und wenn ihr dann so steht, dass ihr den Berg hochfahren müsst, dann ist es dann noch relativ träge. Was auch okay ist, wie gesagt, das Ding ist eh schon broken. Geländewiderstände sind natürlich cool. 0,46, 0,64, 1,1 ist in Ordnung, kann man auf jeden Fall gut mitarbeiten.
Die Wanddrehgeschwindigkeit ist eigentlich auch Latte bei dem Teil, weil es ist ein Light, der ist mobil und flink und alles Taco. Ja, Tarnwert 148 Meter aufgrund von meinem Setup. Wie gesagt, Tarnnetz, Tarnung und eben auch dieser Nebelwand. Sichtweite ohne dem Zubehör Optik 622 ist super, ja, definitiv. Und wenn man den Perk dann halt noch mit der Weitsicht drauf hat, dann erreicht man diese Werte. Dann Turmdrehgeschwindigkeit, ja, wie gesagt, eigentlich egal, weil es ist ja hier kein normaler Medium oder Heavy, wo das klassische Gameplay macht, um dann über einen Turm großartig zu spielen. Genauigkeit beim Drehen, meiner Meinung nach auch unwichtig. Der obere Richtwinkel sind 74 Grad, also ihr könnt da mal, wenn ihr wollt, im Orbit ein bisschen auf die ISS ballern. Keine Ahnung. Nee, ich habe, glaube ich, jetzt keine Situation gehabt, wo ich 74 Grad nach oben schießen musste. Vielleicht kommt es noch, dann werde ich mich mit Sicherheit freuen wie Bolle. Ansonsten ist es relativ nutzlos, meiner Meinung nach. Aber gut, besser haben als brauchen. Unterer Richtwinkel 5 Grad. Ich mag normalerweise keine Panzer, die so wenig und so gering unteren Richtwinkel haben. Allerdings bei dem Ding ist es ehrlich gesagt scheißegal. Er dreht seinen Turm komplett einmal um die eigene Achse. Deswegen minus und plus 180 Grad. Die Nachladezeit für das Maschinengewehr sind 22 Sekunden. Dann hat er eine Feuerrate von 274. Ich weiß gar nicht, ob das schneller ist als beim Armadillo, aber es ist mit Sicherheit genauso schnell. Und wenn, dann ist es nicht viel langsamer. Trifft auch noch echt genau. Wie gesagt, man spielt es dann schon eher mehr so im Nahkampf oder mit mittlerer Distanz, meine ich jetzt vielleicht so 50 Meter oder 100 Meter. Genau. Schuss pro Magazin hat er 200, das heißt, ihr habt insgesamt 600 Stück dabei. Wenn ihr immer bis zum letzten Schuss alles rausrotzt, könnt ihr dreimal nachladen. Aber das wird so im Gameplay eigentlich nicht funktionieren. Ihr solltet dann, denke ich mal, schon rechtzeitig nachladen, um halt eben, falls euch einer geiern will, dann wieder genügend Schuss im Lauf zu haben. Intraclip Reload ist 0,11 Sekunden, so kommt natürlich auch diese Feuerrate zustande, also ja, richtig cool. Ja. Mittlerer Schaden pro Minute 4100, wie sich jetzt der Wert rechnet, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt hier über diese Maschinengewehrgeschichte vielleicht auch noch kombiniert mit den Raketen, ist auch egal, weil das Teil hat Firepower ohne Ende, ob der jetzt 4100 steht oder keine Ahnung was. Ihr werdet es in den Spielen gleich sehen, ist mehr als genug. Die Granatengeschwindigkeit von dieser Autocannon, von dem Maschinengewehr sind 1280, ist auf jeden Fall absolut ausreichend oder ja, top. Wie gesagt, Nahkampf, da ist das alles nicht so wichtig. Die Raketen laden 22 Sekunden nach, also eine. Und Zielerfassung, ja, ihr kennt es ja von Raketen. Ich muss sagen, ich komme mit den Raketen ehrlich gesagt sehr, sehr gut zurecht. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich jetzt im letzten, ja, vielleicht auch Wochen, ist übertrieben, aber so in letzter Woche bin ich ihn jetzt ein paar Mal gefahren und ich fahre eigentlich ungern mit Raketen rum, also gerade jetzt mit den Mediums, die Raketen haben, da nehme ich dann lieber die normalen Kanonen, einfach von der DPM her auch, weil ich da besser mit agieren kann. Beim Sheridan finde ich die Raketen auf jeden Fall auch sehr gut. Bei dem hier, muss ich sagen, komme ich jetzt extrem gut damit klar. Mag sein, dass es jetzt einfach daran ist, weil ich das jetzt ein bisschen, ja, öfters gefahren bin. Kann sein, dass ich jetzt mit dem Sheridan mit den Raketen genauso gut klarkomme. Ich bin den Sheridan jetzt schon länger nicht mehr gefahren. Aber Fakt ist, man kann damit wirklich sehr gut arbeiten. Ach hier, genau, Raketen haben einen Schaden von 2600. Also rein theoretisch könnte man das addieren, wenn man es wirklich voll anbringt. Aber das geht natürlich nicht. Aber wir machen es mal spaßeshalber. Dann seid ihr bei 4700 irgendwas Schaden pro Minute. Muss eine alte Frau lang für stricken. Die Raketen haben einen Durchschlag von 620, ist ja mehr als ausreichend in RA2, machen 1000 Schaden. Ja, komm, ich sag's jetzt. Ihr könnt damit aber auch einen Gegner one-shotten, ist mir tatsächlich gelungen gestern. Da habe ich den irgendwie so getroffen, dass halt sein Amorek explodiert ist und das waren dann, glaube ich, mit einer Rakete 2700 Trefferpunkte. Hurra!
Er wird sich gefreut haben. Ist mir allerdings auch mal passiert. Vielleicht habt ihr das Video von mir gesehen. Ich glaube, das war entweder mit dem M60 AX. Auf Fredwang war das auf jeden Fall. Oder es war mit dem Magach. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Da hat mich irgend so ein Bradley, so ein räudiger Hund, hat genau das Gleiche mit mir gemacht und hat mir halt eben auch gleich ein 3000er Brett oder sowas gedrückt. Oder sogar noch mehr. Von daher, ja. Passiert. Ihr müsst halt einfach aufpassen, wenn ihr da in RA2 oder 3 mit dem Panzer irgendwo steht. Da dieser Ton nicht mehr kommt, dieser Raketenwarnton, solltet ihr nie zu lange durch eure Kanone gucken, sondern halt zwischendrin echt mal so ein bisschen aufs Feld schauen. Und wenn sich so eine Rakete nähert, dann sieht man das. Das ist so ein Feuerball, der auf einen zukommt. Und dann nicht irgendwie hingucken. Oh, sieht der schön aus. Ach, guck mal da, eine Sternschnuppe. Batz, ne? Und dann hat es geknallt. Also von daher, aufpassen bei fliegenden Feuerbällen. Wie gesagt, mir ist es auch schon passiert. Also von daher, ich spreche aus eigener Erfahrung. Das kann ganz schön böse enden, sowas. Gut, dann würde ich sagen, zeige ich euch nochmal das Teil. Na, kommst du her? So sieht er aus. Sarah Segel, da steht es auch nochmal. Ab zum ersten Gameplay. Bis gleich. Jo, und da geht's auch schon los, und zwar auf Weinberge. Das war ein Replay von gestern Nacht sozusagen. Da sind wir im Zug unterwegs gewesen, mein Kollege der Forgi und der Itzi. Und ja, los geht die wilde Fahrt. Ich würde sagen, jetzt werdet ihr auch gleich sehen, warum ich das Teil den Abfacker nenne, weil man kann da halt echt hart die Leute mit abfacken. Da waren jetzt natürlich auch ein paar Bots dabei, habt ihr wahrscheinlich eben auch gerade schon gesehen. Aber nichtsdestotrotz geht es ja darum, euch mal zu zeigen, für was das Ding oder was das Ding so alles kann. Hier seht ihr, ich wechsle um auf Raketen. Er ging ja leider in dem Moment zu. Und jetzt haue ich mal bei eine rein. Und da sind es halt die ersten 800 Schaden. Hab mir leider auch. Nee, Quatsch, hab mir keine gefressen, sondern der Idiot hinter mir hat mir eine Rakete ins Heck gepfeffert. Deswegen habe ich natürlich auch keinen Schaden abbekommen. Und jetzt bin ich im Reload mit einer neuen Rakete. Seht ihr unten an diesem PALR-Symbol und versuche halt im Prinzip das nächste Opfer zu finden. Da steht wieder eine, aber da komme ich nicht dran. Und so spiele ich halt, taste ich mich langsam vor. Hier ist jetzt eine aufgegangen, der ist natürlich nicht so also im Stein hängen geblieben. Und das sind so die Situationen, da müsst ihr halt dann gucken. Jetzt habe ich, seht ihr, ich habe umgeschaltet auf dieses MG. Und ja, der Typ ist schneller draußen, als ihm lieb ist. Und jetzt lasse ich das MG drin. Im Hintergrund lädt die nächste Rakete schon wieder rein. Wenn die geladen ist, kriegt ihr das dann auch angezeigt. Jetzt taste ich mich hier langsam vor. Oder das durch ein akustisches Symbol wahrscheinlich auch. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ah, und da, ihr seht, ihr könnt auch auf Mitteldistanz schießen, vor allem wenn der BMP vom Gegner sich nicht bewegt. Dann könnt ihr einfach draufhalten. Also ich sehe es jetzt nicht hier, weil die, wie gesagt, die Ansicht ist halt so klein. Es werden schon ein paar hundert Meter gewesen sein. Und jetzt direkt wieder in den Reload gehen, weil bis ich davor gefahren bin, in der Zeit habe ich meinen MG dann wieder nachgeladen. Rakete ist auf jeden Fall fertig. Könnte ich dann zur Not auch noch umschalten. Aber so für den Nahkampf ist natürlich sowas besser. Ja, ihn konnte ich dann rausnehmen. Er hat das nicht realisiert, dass auf seinem Flügel auf der A-Linie Leute durchbrechen. Und dann kriegt er natürlich einen schönen Gruß von mir. Er kann das. Er kann genau, das war der, den ich mit. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber ich glaube, der war noch relativ full live. Und dem habe ich natürlich dann mit einer Rakete jetzt, ich glaube, 2000 irgendwas Schaden gedrückt. Das passiert wirklich nicht oft, aber wenn es passiert, ist es natürlich köstlich. Da habe ich überlegt, ob ich da mal einen Blindschuss reinpfeffer, aber das habe ich natürlich nicht gemacht, weil, ja, Raketen ist ein kostbares Gut. Auf die Entfernung, ich weiß gar nicht, ob der gesessen hat. Nee, leider nicht. Ja, das ist das halt. So quer über die Map und dann auch noch an so einer Position mit Raketen dann draufballern, ist. Ja, da müsst ihr schon Gegner haben, die wirklich sehr unachtsam sind. Und hier seht ihr, auf diese Entfernung funktioniert das MG auch. Klar, war jetzt ein leicht gepanzertes Ziel. Und seitlich, aber auch dafür könnt ihr dann so ein MG benutzen. Ne?
Ja, und so taste ich mich halt langsam vor. Besser gesagt, Spiel safe. Jetzt gibt es hier nochmal eine Rakete aufs Haus. Zack. Dann konnte man auch nochmal einen Schaden drücken. Es steht 4-6, auf jeden Fall eine knappe Kiste. Da geht jetzt ein BMP auf. Da bin ich dummerweise durch den Cap gefahren. Das war echt blöd von mir, weil dann wusste er natürlich jetzt, dass ich von da komme. Nichtsdestotrotz, MG ist drin und sobald ihr seht, das Auto-Aim drauf geht, dann... Also das ist immer alles Auto-Aim, ne? Zumindest jetzt in dem Moment noch, gerade wenn er steht und dann ist er auch schon draußen. Man kann natürlich auch nicht mit Auto-Aim schießen. Hier habe ich jetzt, das seht ihr jetzt, den Nebel, weil ich habe gesehen, dass hinter mir der Heavy da steht, der da auf J, was ist das, 2-3 stand. Und so habe ich dem jetzt die Sicht versperrt, kann die Zeit nutzen. Ihr seht, da hinten ist noch relativ neblig. Er hat mich nicht mehr auf dem Schirm. Ich bin natürlich zugegangen auch in der Zwischenzeit. Und so kann man sich dann halt eben aufgrund von dem Nebel auch relativ cool verpissen. Jetzt steht es 4-5. Und die beiden wollten natürlich mir jetzt mal Hallo sagen. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier mal geschaut. Das ist ein Bot, genau. Und ihr seht, das MG funktioniert hervorragend. Also wie schnell das Ding rausholzt, das ist unglaublich. Und da halte ich jetzt vor, also es ist jetzt kein Auto-Aim, weil er ist gefahren. Da hätte ich jetzt mit Auto-Aim nicht mehr getroffen. So, dann haben wir 8000 Schaden auf der Uhr, steht 4-3. Und da kommt jetzt hier Meister Cat an. Da habe ich einen Kollegen auch um Hilfe gebeten, das hat er auch Gott sei Dank und zum Glück gemacht, weil sonst wäre es mit dem wahrscheinlich ziemlich eng geworden. Da mit der Rakete, ja, das ist es halt, da fehlt mir dann auch so ein bisschen noch die Übung, hätte man eventuell setzen können, aber ich dachte mir, komm, da kriegt er halt einfach so einen und dann fackel ich ihn auch noch ab. Seht ihr, die Rückwärtsgeschwindigkeit von dem Teil ist allerdings nicht so prall. Das ist dann doch relativ langsam und auch bis der dann so auf Touren kommt. Mein Kollege konnte die Katze verarzten, was sehr gut war, das war ein gutes Teamwork. Danke nochmal an dich, Itzi. Und jetzt geht es halt darum, den nächsten hier zu bespaßen. Ne. Er drückt mir eine, ich habe nur noch 183 HP. Und mein Kollege drückt ihm auch nochmal eine, ich konnte ihm nochmal eine Rakete reinjodeln. Und er nimmt mich leider raus. Aber nichtsdestotrotz, also vielen, vielen Dank nochmal an dich, Itzi, weil ich glaube, er hat es jetzt hier auch mit dem geregelt. Jetzt habe ich umgeschaltet. Genau, weil der Cap, da wollte ich gucken, was der im Cap da macht. Aber und dann wieder zurück zum Kollegen und da hat er den natürlich auch schon rausgehauen. Sehr gut von ihm. Und ja, hier war es halt kurzzeitig spannend und deswegen dachte ich, guck mal an, was da passiert. Weil es war ja auf jeden Fall eine gute Runde und das wäre jetzt natürlich ärgerlich gewesen, wenn wir die verloren hätten. Aber der weiße Hai schleicht sich an von der Seite. Und die beiden FVs hier, die... spaßen sich und mein Kollege versucht den anderen halt von hinten zu geiern. Die Spannung steigt, was passiert? Soll die Melodie vom weißen Hai sein? So. Und er hier fährt mit diesem WZ-122, das Teil hat ja auch Raketen. Wie ihr gleich sehen werdet. Und dann bleibt er stehen. Und baff! Sehr schön. Also er hat ihm auf jeden Fall ein mieses Brett gedrückt. 1400 ins Erschle. Das gefällt. Das war ein Sieg. Geile Runde. Ja, 5 Kills, 10.200 Schaden. 1800 Basis-XP, ist auf jeden Fall top. War meine beste Runde bisher mit dem Panzer. Es gibt Leute, die spielen den deutlich besser. Es war ein M. Ich war mega happy damit. Und ja, waren natürlich auch ein paar Bots dabei. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt euch schon mal einen ersten Einblick machen können von dem Ding. Oder einen Eindruck, kein Einblick. Und dann würde ich sagen, geht's direkt nahtlos weiter in Gameplay Nummer 2. So, da... Das ist, glaube ich, von heute. Ich glaube, ja. Genau, spielt auf Nomohan oder Nomonhan oder was auch immer. Irgendein Hahn halt. Da bin ich alleine unterwegs und ja, jodel in der Regel halt immer erstmal hier oben, wenn man von oben rechts startet, halt an diese Ridgeline auf der Dreierlinie. So, MG ist reingeladen.
22,4 Sekunden. Jetzt gehe ich auf die Raketen, die laden genauso lang. Und dann warte ich natürlich erstmal, bis mein Team aufgerückt ist, stelle mich hier hin und mache mal ein bisschen Licht. Wie man so schön sagt, den Baum hier habe ich auch nochmal umgefahren, weil ja, ich bin ja schnell, bis die ganzen Mediums da oben an der Kante sind. Das dauert ein bisschen. Jetzt bringe ich mich hier in Position und fahre so, dass ich nach vorne mich verpissen kann. Hab gehofft, dass hier jetzt gleich einer an die Kante fährt und ein bisschen unachtsam durch seine Tröte schaut. Ja, wie man es macht, ist es falsch. Jetzt habe ich gedacht, der da oben eventuell. Ja. Normalerweise fahren die halt immer an diese Kante da rechts, aber es hat leider keiner gemacht. Dann habe ich hier ein bisschen geschaut. Jetzt kann man natürlich sagen, ich habe hier Zeit verschenkt. Aber wie gesagt, mit diesen Raketen, ihr braucht eigentlich nur einen immer, der einen Fehler macht. Und da fahren normalerweise immer welche hin. Und das sollte jetzt aber nicht so sein. Und er hier im Conquer ist halt genau vor mich gefahren. Das ist halt was, wenn ihr so ein BMP bei euch im Team habt, versucht hinter denen zu fahren. Weil wenn ich jetzt eine Rakete rausgeschossen hätte, wäre die für den Arsch gewesen, weil ich hätte das Ziel nicht anvisieren können. Und somit schadet ihr ja eurem Team, weil letzten Endes profitieren ja alle davon, wenn der eigene Teammate seine Schüsse setzen kann. Ja, und so warte ich jetzt noch auf meinen ersten Schuss. Es sind jetzt knapp 2 Minuten rum. Ich habe noch 0 Schaden und jetzt dachte ich mir, okay, komm. Ich habe mal ein bisschen auf ihn geachtet und er hat sich halt überhaupt nicht bewegt. Ja, und dann dachte ich mir, okay, komm, es wird mal Zeit für den ersten Schaden. Da gibt es mal 930 in den Turm. Also das solltet ihr nicht machen, wenn ihr da mit dem Heavy steht. Und dann solltet ihr jetzt nicht so lange da ruhig stehen bleiben an so einer Kuppe. Sondern dann halt schon auch ab und zu mal wenigstens vor- und zurückfahren und vielleicht auch mal in Deckung gehen. Und irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt ein anderer ist. Auf jeden Fall kriegt er halt einfach auch nochmal 800 gedrückt. Und schon hat man 1800 auf der Uhr. Ich habe Rationen drin. Also ihr seht, ich spotte ja hier. Auf den habe ich gar nicht schießen brauchen, weil der hatte eh nicht mehr viel Trefferpunkte. Und Meister Eder hier hat es noch nicht so ganz runtergerendert gehabt, hatte ich das Gefühl. Da dachte ich mir, komm, dann kriegt er einfach noch eine. Vielleicht hat er es jetzt verstanden. Ich gehe davon aus, die Sache ist jetzt ein Stück weit klarer geworden. Dann sind es 2800 auf der Uhr. Und ja, ich spiele hier mega auf safe, weil, wie gesagt, es gibt Leute, von One gibt es einen, der heizt mit dem Teil rum, als wenn es ein Ferrari wäre. Das kann man machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da nicht sicher. Und ich mache ja hier mein Licht. Also mein Team, ich spotte ja alles. Und ich fahre dann lieber so, dass ich im Durchschnitt meinen Schaden mache. Und es bringt mir nichts, wenn ich Aggro fahre und habe von 10 Spielen dann eine geile Runde dabei und bin jetzt hier der Walderöll des Tages und die restlichen Runden gehe ich nach einer Minute oder nach 2 Minuten raus. Mir persönlich bringt das keinen Spaß. Wer das kann, herzlichen Glückwunsch. Ich kann es halt eben nicht. Deswegen spiele ich meinen Skills angepasst. Ich spiele auf sicher. Ich mache Licht. Die Gegner gehen auf und von daher, und hier kommt nochmal einer und dann ging die Rakete vorbei, sensationell. Na gut, jetzt ist allerdings so der Punkt gekommen, wo ich dann glaube ich auch dann mal ein bisschen nach vorne gefahren bin langsam. Aber es kann ja jeder für sich entscheiden, wie er dann am Ende fährt. Wenn ich mir es jetzt so hier im Replay anschaue, fährt er jetzt auch zurück. Ja, genau, okay. Ja, also, da muss ich mir an die eigene Nase greifen, da hätte ich weiter vorfahren müssen. Also, am Anfang, die Schüsse haben halt wunderbar gesessen, das verlockt dann auch ein bisschen, also du kannst jetzt mit mir aus gerne auch die ganze Zeit weitergehen. Tut's dann halt eben nicht. Also, bei aller Vorsicht in Ehren, da muss ich mir an die eigene Nase greifen, das ist auf jeden Fall zu lange, zu weit hinten. Da hätte ich schneller vorfahren müssen und ich mach's immer noch nicht. Okay, nee. Das ist nicht gut. Also da hätte ich definitiv mehr Druck machen müssen. Verschenke ich einfach zu viel Zeit. Am Anfang, das finde ich, ist okay, weil gerade in den ersten 1-2 Minuten, man weiß ja auch nicht, was kommt da von oben runter. Gerade im Cold War gibt es die sogenannten YOLO-Trains. Dann fahre ich vorne an die Kante, wo unser Medium gerade steht und dann kommen 5 Gegner um die Ecke und ich bin draußen. Also das bringt nichts, aber jetzt sind hier über 5 Minuten rum und ich schimmel immer noch da hinten. Das ist nicht gut. Also da solltet ihr euch jetzt kein Beispiel dran nehmen, weil ich auch einfach jetzt hier minutenlang schon nicht ins Spiel eingreifen konnte. Und das ist nicht gut.
Ich habe es jetzt echt anders in Erinnerung gehabt, dass ich schneller vorgefahren bin. Und das mache ich jetzt. Und jetzt werdet ihr auch sehen, dann kann ich dann noch ein bisschen besser ins Spiel eingreifen. Da habe ich gehofft, dass der so ein bisschen unachtsam ist. Aber er ist nicht stehen geblieben, sondern hat sich dann verpisst. Ja. Und so suche ich mir jetzt halt einfach die nächsten Gegner. Es steht 10-10. Rakete ist drin, weil für den Nahkampf, ich weiß ja, dass die jetzt hier gleich hinter der Kuppe stehen. Das sieht man hier auf der Minimap, dieser M60A2 oder was das war. Der hier, genau. Und dem versuche ich jetzt eine zu drücken. Und ich gehe immer noch nicht auf, echt krass. So, und jetzt kriegt er einen in die Seite. 800 irgendwas. Jetzt hier wieder die Situation mit dem Nebel. Hat mir in dem Moment mit Sicherheit einen Schuss erspart. Ja. Jetzt bin ich auf der MG. Und das ist das, guckt, der ist halt schon... Er braucht ein bisschen, bis er in Schwung kommt. Ne? Ist ja auch gut so. Also wie gesagt, das Teil ist eh schon stark genug. So, und jetzt kann man den Jungs helfen, die hier auf den gehen. MG regelt. Mit Auto-M fixieren, der bewegt sich nicht schnell, der könnte auch weiterhin mit Auto-M draufholzen. Und dann kann man den nächsten rausnehmen. Jetzt habe ich gesehen, mein MG ist zur Hälfte leer, hier ist kein Gegner in Sicht. Und ich glaube, genau, jetzt bin ich dann auch in den Reload gegangen. Jetzt steht es 5-6, wir liegen knapp hinten. Aber mir war eigentlich klar, dass von denen einer versucht zu cappen. Und von daher habe ich gesagt, bitte zurückfahren und nicht durchcappen, weil... Wie schon so oft erwähnt, ich bin Freund davon zu kämpfen und nicht durch Ketten zu gewinnen. Jetzt kommt hier einer, ein Magach, und den versuche ich natürlich dann von hinten zu bespaßen. Bin erstmal auf dem MG. Aber wenn ihr den von hinten gebt, seht ihr, es ist brutal, wie viel Schaden ihr da in kürzester Zeit macht. Ja. Ach, das war, Gott, oh Gott. Ja, da bin ich an dem Panzer hängen geblieben. Echt blöd. Der Kollege nimmt ihn raus und jetzt ist hier wieder, konnte ich nochmal auf den noch ein bisschen draufhalten. Ihr seht es in der Anzeige, ich mache die ganze Zeit noch so ein wenig Schaden, glaube ich. Und jetzt gehe ich auf jeden Fall in Reload, weil es sind zwei Jungs im Cap. Von uns habe ich ja gesehen, dass ein paar zurückfahren, aber nichtsdestotrotz dachte ich mir, okay, komm, jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir da mal ein bisschen Gas geben. Jetzt fahre ich über die Hügelkante drüber, habe versucht, einen so zu erkennen. Ist aber keiner aufgewiesen, und das seht ihr im Cold War. Also Tarnnetz, wenn sie jetzt welches drauf haben, es bringt schon was. Und jetzt konnte ich dem hier durch die Seite ballern und konnte ihn rausnehmen. Und das ist deswegen, also das MG ist also nicht nur auf die Nahdistanz schon sinnvoll, sondern es bringt auch was auf mittlere Distanz, kann man auch mitarbeiten. So, das sind 5200 auf der Uhr. Jetzt steht hier der Leo oder was das ist. Da gehe ich direkt auf die Raketen, weil ich sehe, er ist die ganze Zeit fokussiert. Er guckt durch sein Fernglas, sag ich jetzt mal. Und durchs Visieren hat er da wohl versucht, einen Schuss irgendwo noch zu drücken. Und das sind genau die Momente, das sind die Gegner, wo ihr halt mit den Raketen wunderbar dem dann in den Turm ballern könnt. Und die Momente gilt es halt zu finden, und das ärgert mich jetzt. Da habe ich eben gesehen, dass der Medium da hinten eigentlich low war, da war nicht mehr viel dran. Und ich wollte halt jetzt hier im Prinzip teamdienlich spielen, sprich den Medium erstmal rausnehmen. Und weil den kriege ich mit der MG relativ easy weg. Und deswegen habe ich ihn von hinten angefahren, ich hätte eigentlich direkt drauf gehen müssen. Ja. Ich bin noch full live. Also war von mir jetzt wirklich nicht so doll gespielt. Da war deutlich mehr drin in der Runde. Wäre ich da früher vorne an die erste Ridgeline gefahren, hätte ich vielleicht noch ein oder zwei Raketen mehr drücken können. Und so habe ich da leider ein bisschen was verschenkt. Ja, aber wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich fahre dann halt im Zweifelsfall lieber ein bisschen defensiver, überlebe und mache dann halt eben weniger Schaden, aber spiel halt eben ein wenig eher auf Nummer sicher. Ja, da war dann jetzt hier der Heavy noch. Gehe ich natürlich direkt auf die Raketen. Von der Entfernung, weil der an so einer Hügelkante steht, macht es keinen Sinn. Deswegen habe ich mich versucht, von hinten dran zu schleichen. Und
Jetzt seht ihr, wie man es nicht machen soll. Ich habe keine Ahnung, warum die keinen Schaden gemacht hat. Ich habe es jetzt auch nicht gesehen, ob die vorbeigegangen ist. Also so soll das nicht machen. Und dann macht er halt einfach den Rest dann mit dem MG. So, das war die zweite Runde. Nicht sonderlich spektakulär. Aber ja, das ist vielleicht auch mal für euch ganz sinnvoll, wie fährt man auf welchen Maps. Am Ende waren es dann immerhin trotzdem 5 Kills und 6000 Schaden. Also ich will es jetzt nicht schlechter reden, als es war, aber es war halt einfach viel mehr drin. Und das ist halt das, was mich ärgert. Ja. Also geht auf jeden Fall deutlich besser. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit der nächsten Runde. Bis gleich. Ja, und diesmal auf der Map Kaunas. Ja, fahre auch alleine wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, von wann das Replay ist. Ist, glaube ich, ein bisschen älter. Gibt es irgendwas Besonderes zu sagen? Ich habe jetzt gar nicht so genau aufs Setup geguckt, aber bei Kaunas fahre ich meistens eigentlich oben rechts in die Ecke, egal von wo ich starte. Man kann jetzt mit dem natürlich auch ein bisschen in die Stadt fahren und aus zweiter Reihe die Heavys unterstützen und auf kurze Distanz einem gegnerischen Heavy eine drücken. Ja, kann man machen, ist aber nicht so mein Spielstil. Das würde ich dann machen, wenn ich mit Leuten im Zug fahre, wo ich weiß, dass ich mich auf die verlassen kann und mich dann nicht verpisse. Und hier habe ich gesehen, der BMP bleibt da stehen, aber die Rakete ging leider vorbei. Also genauso solltet ihr nicht sinnlos die Raketen verschwenden. Das war ein sehr ambitionierter Schuss, um nicht zu sagen schwachsinnig. Also, jetzt weiß ich gerade gar nicht hier, wie es weiterging. Wie gesagt, das Replay ist ein bisschen länger her. Da oben an der Kante stehen welche, aber die sind ja in der Regel immer nur kurz am Pieken. Da steht jetzt wieder einer. Ja, der ist ein bisschen unvorsichtig und zack. Seht ihr, die sind da zu unachtsam. Also ihr dürft da nicht, wenn so ein BMP im Gegnerteam ist oder generell einer mit Raketen, so lange an so einer Ecke stehen. Hier habe ich gesehen, geht ein Light auf. Jetzt habe ich wieder Raketen drin. Und ja, falls ihr euch jetzt wundert, ja, warum bin ich nicht weiter nach rechts gefahren, ganz einfach, guckt mal auf die Minimap. Ich habe gesehen, dass viele vom Gegner da ankommen. Und guckt mal, wie viele Leute von unserem Team hier überhaupt auf der Flanke sind. Also von daher drücke ich lieber dem Leo nochmal eine und spiele hier auf sicher, weil es macht keinen Sinn, alleine gegen drei Gegner zu gehen. Also ich meine, der Panzer ist broken, er ist stark, aber gegen drei Gegner habt ihr keine Chance. Das macht einfach keinen Sinn. Und deswegen spielt den lieber so wie hier in zweiter Reihe, versucht eine Rakete zu setzen und dann halt eben einen nach dem anderen rauszunehmen. Das bringt mehr und da habt ihr mehr. Ja, und der Light hier, der macht hier gutes Spiel, aber wie gesagt, der ist zu weit vorne meiner Meinung nach. Der wird da vielleicht auch nicht mehr wegkommen. Ne, er kommt nicht mehr weg. Deswegen, ihr seht da oben auf dem Berg, da hockt das komplette Team. Ja, also, und wo ist mein Team? Hier ist überhaupt gar keiner. Ja, in der kompletten ABC-Linie war ich jetzt, gut, C sind zwei von uns. Ja, ich hatte da keinen Support und unser Team ist komplett von links nach rechts gedrückt. Also 1, 2, 3, 4, 5 ist überhaupt kein Gegner. Und unser Team waren, die waren alle weit unten. Also von daher, auch wenn die Ecke oben rechts eure Lieblingsposition ist, so wie meine, es macht halt dann einfach keinen Sinn, weiter vorzupushen. Durch die Stadt jodeln hat jetzt für mich auch keinen Sinn mehr gemacht. Und deswegen, ich habe hier meinen Schaden gemacht. 3000 ist okay. Konnte, glaube ich, auch zwei Gegner jetzt schon rausnehmen. Oder waren es drei? Ich weiß es gar nicht. Sehen wir dann nachher. Und von daher spielt auf sicher. Ich habe alle meine HPs noch. Also von daher finde ich jetzt in der Situation vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber auch nicht alles falsch. Gut, dann fahre ich jetzt ein bisschen mittig, weil ich sehe, hier ist ganz viel rot. Und von unserem Team, die Jungs sind alle unten. Und suche halt einfach einen Gegner, der unvorsichtig ist, ja. Und das ist das, was ihr mit dem Panzer versuchen solltet zu finden. Einer, der entweder durch sein Zielfernrohr halt eben schaut und es nicht mitkriegt. Oder einer, der jetzt hier so um die Ecke kommt. Dann solltet ihr aber auch treffen. Gott, oh Gott. Mann, er war jetzt wirklich nicht schnell. Ist auch noch stehen geblieben, aber gut. Ja, das ist halt ein Panzer, der ist halt hart zu penetrieren. So, jetzt habe ich das MG wieder nachgeladen und suche mir die nächsten Gegner. Ich glaube, da habe ich einen gefunden. Genau.
Also es steht 9-8, ne? Das Ding ist absolut noch nicht gewonnen und die ursprüngliche Map-Control ist auch so ein bisschen dahin, weil jetzt ein paar vom Gegner halt auch schon oben auf die ABC-Linie durchgebrochen sind. Von daher bleibe ich sneaky und versuche halt einfach mit meinen Raketen den maximalen Schaden rauszuholen. Da jodelt einer übers Feld, aber da sind so viele Steine halt dazwischen. Ne? Das ist halt, die Raketen brauchen halt lange. Ich weiß gar nicht, ob ich da was machen konnte und zack, eben nicht. Und das ist es halt, wenn ihr jetzt mit normalen Granaten schießt mit dem Panzer, dann könnt ihr da überall draufhalten, ist kein Problem. Die Raketen sind ja nur 200 Meter in der Sekunde schnell und da ist sowas halt, wenn dann Steine oder irgendwelche Hindernisse dazwischen sind, schwierig. Also da hätte ich jetzt entweder näher dran fahren müssen oder früher mich hier um die Kollegen kümmern, wie ihn hier. So, jetzt habe ich den rausgenommen. Der Heavy da oben weiß ich gar nicht, ob der weiter auf unser Cap gefahren ist, aber jetzt kann ich halt hier die Jungs von hinten angreifen. Und das ist halt dann genau das. Hätte ich ein bisschen früher vielleicht machen können, hätte Fahrradkette, wie auch immer. So, und jetzt kann ich die halt von hinten angehen. Und das ist genau das, was das Starke an dem Panzer ist. Da wusste ich mich nicht, für wen ich mich entscheiden soll, links oder rechts. Ich glaube, rechts wär, der linke wäre wahrscheinlich besser gewesen. Der hatte noch mehr HP, der Leopard. Aber ihr seht, mit der Maschine, mit dem Maschinengewehr könnt ihr echt viel reißen. Ne? Wie schnell der Balken da so runter geht. Ne? Und da ich ja noch Full Life war, konnte ich auch hier easy in Infight gehen. Und mir auch noch einen Schuss fangen. Und so war dann die Runde vorbei. Vom Schaden her jetzt nicht der Kracher. Ist okay. Dann gucken wir mal auf die Postgame-Stats. 6 Kills, das ist natürlich dann auf jeden Fall in Ordnung. Das geht mit dem Panzer auch ganz gut. Also ihr könnt da echt ganz gut Kills snacken. 5600 Schaden. Jo, ist in Ordnung, aber ihr habt es gesehen, man kann das deutlich besser machen. Und ich glaube, es gibt da wahrscheinlich Jungs, die machen da 15.000 Schaden mit dem Ding. Wie gesagt, das Höchste, was ich bisher geschafft habe, war die erste Runde, die ihr gesehen habt, mit 10.000 irgendwas. Aber es geht ja auch nicht darum. Es geht ja darum, wie gesagt, den Panzer euch vorzustellen und euch einen Eindruck zu verleiten oder zu vermitteln, wie man ihn spielen kann. Und ich spiele ihn halt lieber defensiver, versuche konstant meinen Schaden zu machen und halt nicht eben einmal am Tag eine Hurra-Runde und die restlichen Runden sind scheiße, sondern ich versuche einfach immer konstant meinen Schaden zu machen. Im besten Fall immer so meine mit dem Panzer. Ich weiß es nicht, mit was ich den fahre, habe ich jetzt nicht geguckt. 5000 Durchschnitt oder was, oder auch 4. Ist auch wurscht. So, nächste Runde. Ah, das war, glaube ich, gestern. Da bin ich im Zug unterwegs hier. Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Ich glaube, das ist mit Koni und mit Lukas. Auf El Alamein. Eine mega geile Map. Ich liebe die. Eigentlich schon fast egal mit welchem Panzer. Das finde ich echt eine super coole neue Map. Hier hätte ich fast mir ein bisschen Schaden geholt. Und ja, jetzt sind meine Jungs zwar rechts unterwegs, aber wir hatten uns so abgesprochen, dass ich links ein bisschen spotte für die anderen. Und deswegen habe ich mich nach links verlegt. Um zu gucken, ob ich hier was snacken kann. Oft stehen welche hier an der Kante, wie dieser eine Jagdpanzer. Und der ist aber, er hat es halt gut gemacht, ja. Er steht nicht mitten oben auf diesem Plateau, sondern halt er nur so ein Stück weit. Und ihr seht, da kann ich nichts machen. Hätte jetzt ganz oben mittig drauf gestanden, hätte ich ihm ganz easy eine Rakete drücken können. Aber er hat es gut gemacht, zeigt nur ein Stück weit seinen Turm. Klar, wenn jetzt hier ein anderer Panzer gestanden hätte, der normale Granaten schießt, der hätte ihm eine drücken können. Aber die normalen Granaten machen ja auch nicht 1000 Schaden. Also von daher war das von ihm auf jeden Fall gut und aufmerksam gespielt. Er jodelt halt hier jetzt mitten übers Feld und dann gibt es einfach mal ein bisschen Maschinengewehr in die Fresse. Und ich weiß gar nicht, ob ich da noch eine Rakete dann hinterher geholzt habe. Nee. Ja, und so seht ihr, so kann man den Gegner dann auch mit dem Maschinengewehr von Full Life komplett oder fast komplett rausballern. Und dann verlege ich mich. 13-10. Sieht bis jetzt auf jeden Fall ganz gut aus. Und da hinten an der Kante weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, ich habe dann einfach hier jetzt ein bisschen rechts mit unterstützt. Jetzt sehe ich, dass da oben einer aufgeht. Und das sind genau die Dinger, die ihr braucht. Wenn einer da die ganze Zeit nur steht, einfach draufhalten.
Gegner, die sich nicht bewegen. Wenn ihr das schon seht, dass einer die ganze Zeit da nur so steht und guckt, ja, dann da, der schreit nach einer Rakete. So, dann sehe ich, glaube ich, der nächste war mal, genau, der Jagdpanzer, der das die ganze Zeit sehr gut gemacht hat. Da ist jetzt während der Fahrt, also das geht auch. Von der Entfernung zumindest, da müsst ihr dann halt aus Third Person dann irgendwie die Rakete versuchen, ins Ziel zu steuern. Den Rest macht ihr mit dem MG. Aber während der Fahrt bin ich nicht gut. Das hat jetzt geklappt, aber der von One, der eine, ich glaube, das ist ein Russe, der ist brutal. Irgendwas mit Battery, Batana Battery oder sowas. Und der macht da die Dinger während der Fahrt, als wenn es nichts wäre. Es ist Übungssache, klar, wie alles im Leben. Aber da habe ich es mich mal getraut, sogar zweimal hintereinander hat geklappt. Aber ja, normalerweise bleibe ich stehen und versuche die Schüsse zu setzen. So, jetzt konnte ich hier den nächsten rausnehmen. Das ist natürlich dankbar, ja. Langsame Panzer. Ich habe meine APs gespart und genau für sowas brauchen wir die dann halt. Jetzt konnte ich den nächsten rausnehmen und konnte noch einen rausnehmen. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den auch noch rausnehmen konnte. Ich glaube eher nicht, ne? Auch noch. Ui, wo war? Ja, dann ging die Runde dann doch 11-0 aus. Zwar nur 5800 Schaden gemacht, aber 5 Kills ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, so Maps sind halt geil, die offen sind. Da kann man sehr gut mitarbeiten. Und jo, Spotting leider nichts gemacht, aber gut. Kann ja nicht in jeder Runde klappen. Jetzt sind wir hier nochmal auf No More Hand. Diesmal starten wir von unten rechts. Das Replay ist garantiert auch schon ein bisschen älter. Da bin ich im Zug unterwegs. Oder war das gestern Abend? Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht. Diesmal gleiche Map, aber anderer Spawn. Vielleicht ja auch für euch interessant. Ich fahre aber trotz alledem immer erstmal, ich sag jetzt mal, in den oberen Teil von der Map. Also A, B oder A bis F. Unten bespiele ich eigentlich nicht, also weder mit dem Heavy noch mit dem Medium oder mit dem Light. Ich spiele am Anfang immer erstmal den oberen Teil von der Karte. Jetzt gehe ich auf Raketen und versuche irgendwie Leute zu finden, die ein bisschen unachtsam sind. Genau. Da, wenn ich da jetzt geschossen hätte und wenn da jetzt ein Light weit vorgefallen wäre, der hätte mich aufgemacht und hat jetzt keinen Bock drauf. Und suche mir halt hier mal irgendjemanden, den man bespaßen kann. Ich habe keinen aufgemacht, deswegen fahre ich ein Stück weiter vor. Aber nicht vor einfach in die Mitte, sondern so, dass ich mich halt eben safe droppen lassen kann. Deswegen fahre ich hier den Schlenker. Hier ist ja gleich der Hügel. Und hier ist noch genügend Steine. Und ihr seht ja, meine Sichtweite geht ja bis zur Viererlinie. Also von daher nicht kopflos nach vorne jodeln, sondern halt auf sicher. Hier bin ich extra ein bisschen weiter nach rechts gefahren, weil die Gegner ja gerne mal die AB-Linie pushen. Und das ist der Hügel, den ich gemeint habe. Auf den fahre ich jetzt vorsichtig, lade meine Raketen rein und versuche, unachtsame Gegner zu finden. Und dann schicke ich eine Rakete raus, aber die hat wahrscheinlich nicht gesessen. Nee, der ist schnell nach vorne gefahren. Ja, und so sucht man sich dann halt irgendwo seine, ja, ich sag mal, Opfer. Okay, was ist mit dem? Genau, da gibt es eine Rakete und ich glaube, da konnte ich auch was machen. Auch nicht, eieiei. Ja, das ist blöd. Das ist also kein guter Start. Es steht 15-15. Ich habe zwei Raketen rausgehauen. Leider keinen einzigen Schaden gemacht. Sind über 3 Minuten rum. Also, ihr seht, man kann auch Scheiße mit dem Panzer spielen. Oder Pech haben, wie auch immer. Unvermögen, nennt es, wie es wollt. Da ist der nächste. Ne, der hätte ja nur jetzt ein Stück vorfahren müssen. Und dann wäre die dritte Rakete auch vorbeigegangen. Dann dachte ich mir, okay, ich taste mich mal ein wenig vor. Es ist halt schon auch ein Stück gefährlich, weil ihr seht, ich bin hier oben der Einzige. Ich habe zwar in der Mitte Leute, die mich unterstützen können, aber man weiß ja nie, wie viele Leute stehen da hinten und campen. Aber dem habe ich jetzt hoffentlich immer Rakete mal gedrückt. Die ja, sehr schön. Und dann bin ich dann auch im Spiel angekommen. Nach knapp 3 Minuten konnte man ersten Schaden machen. Und lade nach. Und probiere das Ganze gerade nochmal zu wiederholen.
Ja, hier ist sehr viel Rauch, also von daher fahre ich da natürlich ein bisschen weiter vor. Und versuche an den, dem jetzt hier eine zu drücken von einer Nahdistanz. Zack, das hat gut gesessen. Jetzt schalte ich um aufs MG und dann kann man ihn rausnehmen. Und das ist halt das, was ich meine, deswegen ist es ein Abfucker. Ja? Ihr drückt dem eine Rakete und dann schaltet ihr um und innerhalb von 2 Sekunden wichst ihr dem halt das MG rein. Das geht mit dem Sheridan nicht. Ja? Also da drückt ihr dem eine Rakete und dann seid ihr halt erstmal im Reload für, ich weiß nicht, was der für ein Reload hat bei den normalen HE-Mumpeln. Ich schätze mal 8 oder 10 Sekunden. Ja. Deswegen ist das halt krass bei dem Teil. Ja, jetzt verlege ich mich ein bisschen weiter vor. Es steht 11 zu 9. Das ist auf jeden Fall knapp. 10 zu 9 nur noch. Aber das Gegnerteam ist relativ eingekesselt. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gemacht habe. Da fährt einer quer. Unachtsam. Das sind genau die Dinger, die ihr braucht. Und ich fackel ihn auch noch ab. Also auch noch ein bisschen Glück gehabt. Ich habe ihn, glaube ich, nicht gekillt. Genau. Aber ich konnte ihm zumindest echt massiven Schaden drücken. Jetzt weiß ich, dass er hier steht. Klar, dann gehe ich aufs Maschinengewehr und hau halt einfach rein, was geht. Kommt mir auch noch was gefangen. Und konnte ihn dann rausnehmen. So, jetzt habe ich das MG leer geschossen. Jetzt steht 7 zu 8, ganz knapp. Das war eigentlich so ein bisschen kopflos, ehrlich gesagt. Aber immerhin habe ich einen rausgenommen. Ich war ja auch noch full live, glaube ich. Aber war schon so ein bisschen YOLO. Na gut, muss ja auch mal sein. Jetzt sind 5100 auf der Uhr. Das passt. Aber wir liegen leider hinten. Da kommt der nächste angepfeffert. Ja, und ich versuche jetzt hier meinem Kollegen zu helfen, aber der wird halt von 3 Jungs angegangen, ist halt schwierig. Nichtsdestotrotz versuche ich jetzt hier dem einen zu drücken. Und das hat auch geklappt, aber leider nicht so viel Schaden oder gar keinen gemacht, ich weiß nicht. Dann gehen wir halt aufs MG und das MG regelt dann. Das ist halt stark an dem Teil. Also wirklich stark, das Ding. Jetzt steht es 4 zu 7. Es wird sehr spannend. Ich weiß auch wirklich nicht, wie es ausgegangen ist. Da sind ein paar, da sind auch einige dabei, die noch echt viel HP-Punkte haben. Deswegen probiere ich den erstmal rauszunehmen. Und das hat auch dann geklappt. Ja, jetzt hätte ich eigentlich einen Reload gehen müssen, schätze ich mal. Habe ich auch gemacht, okay, cool. Weil ihr seht, die nächsten Gegner waren doch ein bisschen weiter weg. Und in den 20 Sekunden muss ich halt versuchen, näher ranzufahren. Hier versuche ich mich von hinten an die anzuschleichen. Ich bin noch im Reload. Der Gegner hier, der steht um die Ecke. Und warum habe ich da jetzt keine Rakete reingepfeffert? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Dann hätte ich eine Rakete drücken müssen. Na gut, okay, ich mache so auch meinen Schaden. Aber trotz alledem, da wäre ich schneller mit ihm fertig gewesen. Das war nicht clever. Ach, und dann hätte ich den rausnehmen müssen. Also so solltet ihr das nicht tun. Das war jetzt von mir nicht gut gespielt. Dem hätte ich um die Ecke direkt eine Rakete, dann auf das MG schalten. Und dann hätte ich den wahrscheinlich relativ schnell draußen gehabt und hätte dann den Light noch anders da attackieren können. Naja, nichtsdestotrotz war auf jeden Fall auch eine gute Runde. 4 Kills, 7700 Schaden. Aber wie ihr seht, da war mehr drin. Also man muss halt, und das ist das, was ich gemeint habe, man muss wissen, was man tut. Und herzlich willkommen beim, ich glaube, das ist jetzt das letzte Replay, nochmal auf Weinberge. Das ist schon älter, mit Zweispalt. Gruß an dich nochmal. Und ziemlich viele Leopards im Gegnerteam. Ja, wenig Heavies, ist immer dankbar. Gerade jetzt, wenn ihr mit dem MG schießt. Es gibt schon natürlich den einen oder anderen Heavy, gerade diese Russendinger, diesen mies zu penetrieren. Sowohl mit den Raketen als auch mit dem MG. Ja, und wie immer fahre ich halt eben erstmal in den nördlichen Teil bei Weinberge. Weil ich finde, dass das sehr stark ist. So, jetzt habe ich gleich reingeladen und versuche mal irgendwas zu erkennen auf dem Feld.
ob einer so genau mittig drüber fährt. Hat leider keiner gemacht. Das Team rückt langsam auf. Das ist halt, braucht er mit Raketen nicht draufschießen. Ne? Also der ist erstens viel zu schnell gewesen, zweitens waren er die Steine. Also den Schuss kann er sparen. Sowas ist dann eher interessant, wenn einer steht. Da könnt ihr dann MG reinhauen. Ihr seht, da kommt man dann relativ schnell in kürzester Zeit zu Schaden, wie auch hier. Das ist jetzt weit weg, aber dann müsst ihr dann noch aufhören. Und so sucht ihr euch halt einen Gegner nach dem anderen. Ist dann wieder einer. Mal wieder. Da hätte ich natürlich eigentlich auch eine Rakete reinpfeffern können. Dann kommt der nächste. Ich wollte gerade nachladen, aber gut, wenn sich einer so anbietet, dann machen wir es halt so. Also auch hier wieder, ja, ziemlich safe, aber ihr seht's, ne, vom Gegner sind da mehrere Panzer hochgefahren an die Position bei A5 und von uns ist halt leider nur ein Heavy da und deswegen ja, macht es halt einfach keinen Sinn, dass ich jetzt gegen drei Panzer im Nahkampf da spiele, weil bei denen an der Posi, wo ich jetzt stehe, standen ja auch noch welche. Jetzt bin ich hingefahren, habe ihm mal versucht zu helfen oder auch nicht, ich weiß gar nicht. Da geht links was auf. Hier steht einer und das ist jetzt natürlich optimal. Zack. So, und da ist schon mal einer raus. Und jetzt probiere ich. Ich dachte, ich hätte dem rechts geholfen. Ja, genau. Und jetzt versuche ich die halt, die rechts stehen, an der Kante von hinten halt irgendwo anzugehen. Also so, dass ich von denen nicht aufgemacht werde, die links stehen und dann eine Rakete drücken. Und das ist genau das Optimale. So, und dann könnt ihr den dann auch rausnehmen. Und das hätte ich auch schon vorher machen können, theoretisch, wenn mehr von unserem Team an die Kante gefahren wären. Da stand aber nur einer. Und man weiß ja auch nie, wie viel vom Gegner stehen dann da. Ich habe jetzt gesehen, da sind zwei hingefahren. Aber da können ja theoretisch auch noch mehr hinten dran stehen, die einfach, die ich nicht gesehen habe. So, jetzt gibt es hier wieder eine Rakete während der Fahrt und die ging dann vorbei. So viel zum Thema während der Fahrt mit Raketen schießen. Ist nicht so einfach, wie es aussieht. Aber dann geht man halt aufs MG, setzt sich hinter den, kann dann ein bisschen reinhalten. Es steht 13 zu 10. Auf jeden Fall immer noch sehr, sehr knapp. Auch hier wieder recht schnell in den Reload gehen. Hier war kein Gegner und bis ihr von A nach B gefahren seid, in der Zeit habt ihr nachgeladen. So, jetzt schaue ich, ob ich da was machen kann. Nein. Da steht einer. Oh ja. Ah, der ist der mir halt genau durch die Rakete gefahren. Ne? Aber gut, das kann er nicht wissen. Es war Pech. Eine halbe Sekunde schneller oder langsamer und die Rakete wäre durchgegangen. Das ist Pech. Ich habe auch nicht drauf geachtet. War von mir nicht clever. Na gut. Muss man halt so dann einfach ein bisschen circlen. Und dann kann man. Das MG ist schon räudig. Also mit dem Ding kann man echt mies abfacken. So, jetzt bin ich nicht in den Reload gegangen, weil ich habe gesehen, da ist noch relativ wenig dran. An dem auch. Und das sollte eigentlich lang mit dem MG. Na, Bodenwelle. So, für den hat es gelangt. Und. Da hinten war, glaube ich, noch einer. Jetzt bin ich in Reload gegangen und mich verfolgt einer. Oder auch nicht. Das sah eben so aus auf der Minimap. Ah, das war jetzt ärgerlich. Da hätte ich natürlich mit meinem Geno ein bisschen was machen können. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier meine Raketen drin. Jetzt bin ich mal gespannt. Na gut, den müsste ich eigentlich getroffen haben. Ja, wunderbar. Okay, also vom Damage her nicht spektakulär. 4600, 2300 Spotting. Ist okay. Aber auch hier wieder 6 Kills, ja. Und das ist es halt. Ihr könnt mit dem Panzer könnt ihr halt echt mies Kills machen. Also mein Fazit, das Ding ist wirklich broken, meiner Meinung nach, weil ihr habt es gesehen, ihr könnt da wirklich in kürzester Zeit mies die Gegner aus dem Gegnerteam rausballern mit dem MG, mit den Raketen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant. Bleibt gesund und munter und bis dann irgendwann. Tschüss.